Hallo Leute, heute gibt es mal eine kleine Verlosung für euch, damit ihr wieder perfekt ins Kino starten könnt. Und zwar zum zweiten Teil von 50 Shades of Grey, Gefährliche Liebe. Ich will dich zurück. So etwas liegt mir nicht. Ich wollte es nie nochmal versuchen. Lass uns essen gehen. Okay, gut, ich gehe mit dir essen. Denn ich habe Hunger. Aber wir werden nur reden. Dann musst du schon schneller sein, Gray. Was willst du, Anastasia? Keine Regeln. Keine Geheimnisse. Wenn du da draußen jetzt 50 Shades of Grey Fan bist und du hast den ersten Teil gesehen, du fandest ihn klasse, du hast die Bücher sogar gelesen, dann hab ich für den zweiten Teil, der bald in den Kinos startet, das perfekte Material für dich. Und zwar verlose ich 2 T-Shirts und 2 Poster, das heißt jeweils an 2 Leute, das heißt 2 Gewinner. Und ihr könnt ganz einfach teilnehmen. Zuerst müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren, denn ihr wisst, beziehungsweise die abonniert haben, die wissen, nur Abonnenten bekommen Geschenke und so ist es und so einfach bleibt es. Und was müsst ihr sonst noch tun? Der Rest ist auch ganz einfach, ihr schreibt einfach in die Kommentare, warum ihr diese ganze Reihe, also warum ihr 50 Shades of Grey mögt, ob es die Bücher sind, ob ihr die Filme gesehen habt und danach total hin und weg wart. Warum mögt ihr diese ganze Reihe? Schreibt es mir in die Kommentare, jedes Kommentar in diese Richtung nimmt an der Verlosung teil. Insgesamt habt ihr 72 Stunden Zeit, das heißt bis 12 Uhr am Montag könnt ihr Kommentare reinschreiben, euren Freunden Bescheid sagen, wenn da sogar noch welche gibt, die noch größere Fans sind als ihr, dann schreibt denen, die können natürlich auch gerne mitmachen und wie gesagt, bis Montag 12 Uhr habt ihr Zeit. Das war's. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Verlosung. Einen großen Dank geht an Universal Pictures, die mir das Ganze zur Verfügung gestellt haben zu 50 Shades of Grey und damit bin ich, wie gesagt, raus. Ich wünsche euch noch eine schöne Kinowoche und wir sehen uns bei der nächsten Verlosung oder bei der nächsten Kritik und bis dahin, ciao.